Hast du sie schon mal angeschaut, die App von der Z-Volt? Nein, zeigst du sie? Ich zeige es dir mal. Z-Volt, da sehen wir schon, easy, wo das da die nächsten Ladestationen sind. Du hast hier unter Einstellungen kannst du das Regel überschreiben, nur verfügbar. Sehr schön. Wo wollen wir hingehen? Ich würde sagen, hier auf Rümlang. Da hat es eine GoFast Ladestation, die auch in dem Z-Volt-Verbund drin ist. Und dann da sieht man Adaptertyp wählen, also welche Stecker das überhaupt in das Auto reingehen. Perfekt. Dann wollen wir noch wissen, wie wir da hinkommen, oder? Ja. Und dann steht da unten Navigation. Ah, super. Und dann geht es in Google Maps auf. Hast du verstanden, wie es geht, oder? Ja. Ich auch. Los. Let's go. Also. So, welche Stecker nehmen wir jetzt hier? Also schau, hier haben wir die beiden schnellen, grossen Stecker und hier den langsamen Typ 2. Ich würde sagen, den Typ 2 den nehmen wir. Okay. Und jetzt? Können wir hier den Ladevorgang starten drücken. Und Kreditkarte müssen wir nicht holen? Die ist schon hinterlegt im App. Dann kann ich jetzt hier einfach starten und dann können wir zusammen einen Kaffee trinken. Ja super, gehen wir ja, doch. Machen wir. So, der Ladevorgang ist fertig. Hier finden wir Quittungen. Ist günstig, he? Ist sehr gut. Mhm. Wie hast du das App gefunden? Sehr übersichtlich, einfach. Den Standort hat man schnell gefunden. Mhm. Und du? Also was mir besonders gefällt, ist der Einheitspreis, den sie haben. Mhm. Da kostet jetzt einfach 55 Rapper pro Kilowattstunde. Und weil ich jetzt bei der Zürich Versicherung meine Autoversicherung abgeschlossen habe, kostet es mir nur 49 Rapper pro Kilowattstunde. Mhm. Dann weißt du, wo du dran bist. Was meinst du, gehen wir weiter? Gehen wir. Also komm.